Hallo, ich bin Gerd Richter vom Gasthof Maxen und wir backen heute einen Kürbiskuchen, den man sich wunderbar als Dessert zum Nachtisch zubereiten kann. So, als erstes brauchen wir einen Grundteig. Wir machen einen Mürbeteig, der besteht aus Mehl, Zucker und Butter. Eine kleine Prise Salz. Die ganzen Sachen werden zusammen verarbeitet. Die Butter wird in das Mehl eingewirkt. Schön durchrühren, bis man eine sehr feste Masse bekommt, einen festen Teig. Hauen wir eine kleine Prise Salz rein. So, das wird jetzt so lange gemacht, bis die Butter sich komplett mit dem Mehl verbunden hat. Die Hausfrau kann auch gerne ein Gerät nehmen. Es wird fester. Am besten ist immer mit den Handballen zu drücken, dass man den Teig in die gewünschte Form kriegt und ihn weiter vermengen kann. Das ist wirklich ganz wichtig, dass alle Zutaten richtig gut vermengt sind. So sieht der Teig dann als fertiger Teig aus. Jetzt muss er in die Kühlung für ca. eine halbe Stunde. Dann nehmen wir ein Stück Folie und wickeln ihn einfach in eine Folie ein. Und dann kommt er auf meinen Kühlschrank. Für die Füllung des Kuchens, es ist ein Kürbiskuchen, haben wir einen Kürbis genommen, haben ihn ausgehöhlt, geschält, die Kerne entfernt. Er wird angefangen, kleine Würfel zu schneiden, wie ich das hier schon vorbereitet habe. Und den Rest schneiden wir jetzt auch noch. Man muss dort nicht auf eine Schnittform achten, einfach darum, dass er klein gewürfelt ist. Die Würfel kommen dann in einen Topf hinein. Da sie vorgegart werden müssen, kommt ein kleiner Schluck Wasser hinein. Das Ganze muss jetzt eine Runde kochen. Also Wasser kommt hier wirklich nur einen Schluck rein, dass es nicht anbrennt und trotzdem durch die Dämpfe der Kürbis eben weich wird. Als nächstes wird die Füllung vorbereitet. Dazu nehmen wir zwei Eier und müssen die trennen. Die einfachste Methode, ein Ei zu trennen, ist, für mich jedenfalls, Ei komplett in eine Schüssel. Dann nimmt man mit der Hand vorsichtig das Eigelb hinaus. Und schon hat man die Eier getrennt und kann das weiterverarbeiten, ohne dass irgendwas passiert ist. Jetzt können wir das Eiweiß schlagen mit einer normalen Küchenmaschine, bei mir nehmen etwas Größeres. Vorsicht mal. So sieht geschlagenes Eiweiß aus. Die Kürbisstücken sollten wirklich weich sein. Das ist von Kürbissorte zu Kürbissorte wirklich verschieden. Ja, es gibt ja zig verschiedene Kürbissorten und der eine braucht ein bisschen länger und der andere braucht ein bisschen kürzer. Wichtig ist, immer mal rühren, dass er nicht anbrennt. Die Stücken werden glasig, wie hier, das heißt, sie werden schon ein bisschen weicher. Es geht also voran. So, jetzt sieht man schon, von dem Wasser ist nicht mehr viel übrig, alles weg. Das heißt also, Kürbis ist weich, schön glasig, er ist bereit zum Weiterverarbeiten. Kann man die Flamme ausschalten und dann geht das ab in eine Schüssel. So, damit es auch ordentlich geht und Topf ist zu heiß, kommt als erstes in eine Schüssel. Denkt dran, nicht zu klein die Schüssel, damit die anderen Zutaten auch noch reinkommen können. So, ein bisschen auskühlen lassen. Während der Kürbis abkühlt für die Füllung, können wir unseren Teig aus dem Kühlschrank nehmen und weiterverarbeiten. Für die Hausfrau kann gerne Margarine in ihre Backform reinmachen. Wir haben einen Trennspray, was natürlich sehr komfortabel ist. Gibt es mittlerweile auch im Einzelhandel zu kaufen. Dort in diesen Form drücke ich jetzt den Teig hinein. Ein Rand muss gebildet werden. Jeder, der regelmäßig backt, hat seine eigenen Methoden. Der eine nimmt eine Teigrolle, tut es hinterher rein. Bei mir geht es am schnellsten, wenn ich das so machen.
So, und schon ist die Teighülle fertig. Der Kürbis können wir natürlich nicht so in den Kuchen einfach reintun, da muss etwas püriert werden. Es sollte ein Brei entstehen. In diesen tun wir jetzt die Gewürze rein. Es ist ja ein Kuchen, also sollte auch etwas süß sein. Dazu nehmen wir Zucker. Ja, etwas Zimt, weil der Kuchen auch hervorragend zur Weihnachtszeit geeignet ist. Nehmen Muskatnuss, weil Muskatnuss und Kürbis eignet sich hervorragend. Das rühren wir erstmal ein. Man sieht auch, die Masse ist noch etwas warm, aber das ist nicht ganz so schlimm. Das stört den Kuchen überhaupt nicht. Damit wir noch etwas anderen Geschmack bekommen, tun wir noch Mandelsplitter hinein. Schön alles durchrühren. Dann kommen die zwei Eigelb hinein. Da der noch ein bisschen warm ist, nehmen wir das Eigelb. Ich rühre das erstes mit ein bisschen lauwarmen Masse. Sagt man vortemperieren. Das kommt ebenfalls drunter. Dazu kommt ein halber Becher saure Sahne. Und da die Masse an sich trotzdem noch zu weich ist und für die Bindung benötigt man noch etwas Kartoffelmehl. Das Ganze ebenfalls nochmal gut verrühren. So, wir erinnern uns, wir haben ja noch Eiweiß. Dann tun wir das Eiweiß unterheben. Das gewährleistet, dass der Kuchen auch trotz alledem locker bleibt. Wenn sich so kleine Wölkchen gebildet haben, die kann man ruhig lassen, da passiert nichts. So, die ganze Masse wird dann in die Form reingeschüttet. Ein bisschen glatt streichen. Und dann kann der Ganze schon in den Ofen hinein. Zu Hause habt ihr natürlich einen kleineren Ofen. Er sollte bei so ca. 170 Grad Umluft 40 bis 45 Minuten backen. So, ich denke mir, unser Kürbiskuchen hat es geschafft. So sieht er dann aus, wenn er aus dem Ofen kommt. Ich wünsche viel Spaß beim Nachkochen. Guten Appetit!